Hallo liebe Kunden, Freunde, Pets und liebe Pet-Player. Mich erreichen immer wieder Fragen zu verschiedenen Produkten der unterschiedlichsten Art, sei es jetzt um Ausführung, Qualität, Farben oder anderes. Und ich möchte heute eine kleine Reihe starten, wo ich Produkte näher vorstelle. Und das ist natürlich, wie könnte es anders sein, erstmal die Nummer 1 bei uns im Shop, die anatomische Latex-Hundemaske. Wenn Sie die bestellen, bekommen Sie die in so einer schicken schwarzen Plastiktüte geliefert. Holen Sie sich raus und sieht erstmal nicht so spektakulär aus, glänzt nicht, bisschen grau, bisschen fleckig. Ist aber ganz normal, weil die Masken natürlich gepudert sind für den Transport, für die Lagerung. Sollten Sie auch mal wieder einpudern, wenn Sie länger lagern, wie jedes Latex. Ist am besten ein bisschen Puder drauf und dann können Sie die trocken und dunkel lagern. Die Maske selber besteht aus 1,2 mm dickem Latex, hat hinten einen Reißverschluss mit Haarschutz hinterlegt, damit man sich also die Haare nicht mal einklemmt. Das ist sehr praktisch. Wir können statt Reißverschluss können wir auch eine Schnürung machen. Ist für größere Kopfgrößen, so ab 61 cm Kopfumfang, besser, trägt sich bequemer. Ansonsten ist der Reißverschluss wunderbar. Maske kommt mit Optionen, zum Beispiel Augen offen, Mund offen. Also das heißt, man kann entweder den Mund offen wählen oder die Augen oder beides. Das ist immer nicht unterschiedlich, können Sie auch gerne im Warenkorb auswählen. Was immer dabei ist, sind kleine Nasenlöcher. Das ist einfach, damit man auch atmen kann, falls jetzt keine Öffnungen drin sind. Und um die Maske dann zu polieren, nehmen Sie einfach ein Silikonöl, das ist auch bei uns im Shop natürlich erhältlich, geben es auf einen normalen Lappen und fangen an damit einfach den Hund abzupolieren. Und Sie sehen schon hier, es fängt natürlich gleich an zu glänzen, so wie man das von einem ordentlichen Gummihund erwartet. Und wenn man jetzt das halt richtig schön poliert hat, ganzen Ecken und Kanten und Falten, dann kann man natürlich das schön aufsetzen, Catsuit noch polieren dazu und dann ist der Gummihund eine glänzende Erscheinung. Ja, das war es eigentlich zu unserer anatomischen Latex-Hundemaske. Ich hoffe, es sind einige Fragen beantwortet worden zu unserem Produkt anatomische Latex-Hundemaske. Wenn Sie noch weitere Fragen haben zu anderen Produkten, wie auch immer, Sie können mich gerne erreichen über das Kontaktformular auf unserer Webseite oder über Google+, Facebook. Ich hoffe, es war informativ, hat ein paar Fragen beantwortet und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinschauen. Tschüss!